Hallo ihr Lieben, ich wollte euch heute mal meinen Müll zeigen. Alles, was ihr hier vor mir liegen seht, ist Öl. Mein Kosmetikmüll. Und ich gucke unheimlich gerne selbst diese Aufgebraucht-Videos, Empties-Videos. Und ich habe mal, ich denke, das sind so 10 Monate lang Produkte für euch gesammelt. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, euch zu zeigen, was sich hier so angesammelt hat. Ich habe das jetzt nicht nach Kategorien geordnet oder so, sondern ich dachte, ich ziehe immer eins nach dem anderen hoch, erzähle euch ein bisschen was dazu. Manche Sachen sind spektakulärer als andere. Manche Sachen liebe ich ohne Ende und sind eine mega, mega Empfehlung. Und manche Sachen waren auch gar nicht ganz leer, sondern einfach hin. Die waren dann schon so alt, dass es Zeit war, sie zu entsorgen. Das habe ich mal vor Jahren, also die Firma Michael Todd, bei Glam Life Guru gesehen. Bei Tati Westbrook. Und das ist eine amerikanische Beauty-YouTuberin. Und die hat diese Firma total empfohlen und da stand ich auch eine ganze Weile total drauf. Ich liebe die Produkte immer noch, sind aber ein bisschen schwer zu bekommen. Die kriegt man nur online, sind auch nicht ganz billig. Ich habe mich dann zwischenzeitlich in, wo haben wir es? Hier in Paula's Choice sozusagen verliebt und bin hier ein bisschen abtrünnig geworden. Aber für Jahre war dieses Chakral Detox Deep Pore Cleanser dieses Abschminkzeug hier das einzige, was ich genommen habe. Und das ist auch, meine ich, immer noch der allerbeste. Oder das allerbeste Abschminkzeug, das ich jemals hatte. Der beste Cleanser. Haben wir hier verschiedene Deos. Hydrofugal ist im Moment somit mein Lieblingsdeo. Das war hier jetzt zum Sprühen. Dann haben wir zwei Trockenshampoos, auch nur repräsentativ von vielen, die ich genommen habe. Und zwar sind die von Colab. Das ist auch eine Kooperation einer englischen YouTuberin und zwar, wie heißt sie nochmal? A Model Recommends, Ruth Crilly. Gucke ich auch total gerne und sie hatte die empfohlen, weil sie sie ja auch mit kreierten. Die sind echt toll für dunkle Haare, die sind nicht eingefärbt, also die hinterlassen keine dunkle Farbabgabe, wie man das manchmal so hat, sondern die sind hell, aber hinterlassen keinen White Cast. Also man kann die sich reinsprühen und man sieht nicht, dass man Trockenshampoo genommen hat. Und das ist besonders schön an dem Tag, wenn man sich die Haare gewaschen hat. Seht ihr das, wenn die dann einfach noch so runterhängen und haben noch keinen Griff? Und dann mache ich mir das gerne rein, um ein bisschen Volumen am Ansatz zu erzielen. Ganz, ganz, ganz toll. Am allerliebsten habe ich hier dieses Pinke. Dann habe ich hier von Trickle Moon ein Körperspray in Vanille. Fand ich jetzt nicht so den Knaller. Mochte ich den Geruch nicht so und war auch, ja, dann lieber ein Parfum, ne? Aber war mal ein Versuch wert. Dann habe ich hier noch ein Deo von Garnier Mineral, auch so ein Spray-Deo. Ich stehe allerdings eher auf so Roller. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe meine Rolldeos immer weggeschmissen. Sorry. Aber von Garnier, diese Ultra Dry Serie, die liebe ich auch. Das zusammen mit dem Hydrofugal sind so meine allerliebsten Deos. Da habe ich immer so einen im Monat genommen. Das ist so ein ja, Puder-Make-up eigentlich. Und die gibt es nicht mehr. Die waren von L'Oreal, habe ich jahrelang genommen. War der allerbeste Puder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich aller sagen kann, zu sagen, wie toll das war. Und ich kann sie nicht mehr finden. Wenn ihr wisst, wo es die noch gibt und ihr könnt mir das unten in die Kommentare schreiben, ich wäre euch so dankbar. Ich habe nämlich noch keine gute Alternative dazu gefunden. So diesen kleinen Rest am Rand, ich mache den mal auf, den Puder, damit ihr es sehen könnt. Den habe ich immer drin gelassen. Ich finde, den kriegt man nur so ganz, ganz, ganz schwer raus. Dann habe ich von L'Oreal noch ein Puder probiert, dieses Indeflectable. Und da sehe ich einfach nur total glänzend mit aus. Das funktioniert überhaupt nicht so gut wie dieses andere Puder von L'Oreal, das ich jahrelang benutzt hatte. Da war ich super, super enttäuscht. Und ich habe wirklich noch keine Alternative gefunden, von der ich jetzt sagen würde, dass die wirklich so gut funktioniert wie dieses BB-Puder. Das fand ich mal so gemein, wenn die Lieblingsprodukte aus dem Sortiment nehmen. Aber vielleicht habt ihr ja eine ganz tolle Empfehlung für mich. Ich habe eher ölige Haut als trockene Haut. Ich brauche also etwas, was mattiert und auch längerfristig mattiert, so über den Tag hinweg. Denn ich bin niemand, der gerne nachpudert.
von Mary Kay, einen Bronzer. Habe ich auch total gerne genommen, aber den hatte ich dann 3 Jahre lang und ich dachte, jetzt wird es mal Zeit, den zu entsorgen. Dann hatte ich von L'Oreal noch einen Bronzer, einen Glam Bronze, der ist dann auch leer geworden. Von Maybelline Age Rewind habe ich sogar 2 Stück aufgebraucht, sind Concealer. Meiner Meinung nach der beste Concealer, den es gibt und auch noch wirklich günstig. Ganz, 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 ganz toll. Von Garnier so ein Roll-On. Das soll eigentlich mehr wie so eine Augencreme sein, die getönt ist, war auch okay. Ich habe aber hier noch auch eine riesen Empfehlung und zwar von Rapid Lash. Das ist so ein Wimpernserum und ich finde, seitdem ich das nehme, habe ich wirklich, wirklich vollere Wimpern bekommen. Ich habe jetzt schon die 3. im Anbruch, habe aber nur 1 für euch aufgehoben. Also nehme ich wirklich, wirklich regelmäßig und ich finde, das macht die Wimpern wirklich voller und länger. Dann habe ich hier 3 Mascaras. Einmal die NYX Doll Eye. Die kann ich auch super empfehlen. Die ist ganz, ganz toll. Kriegt ihr in manchen DM-Läden, kriegt ihr bei Douglas. Online habe ich die auch schon gesehen bei Amazon. Und dann meine 2 allerliebsten Mascaras. Einmal diesen hier von Tarte. Ich glaube, der heißt Camera Lash. Ach, das steht ja da auch. Lights Camera Lashes. Ganz toller Mascara. Und habe ich letztes Jahr in Florida entdeckt, den Superhero von It Cosmetics. Ganz toll. Kaufen könnt ihr die bei qvc.co.uk, qvc.co.uk. Da kriegt ihr die im Doppelpack, die schicken die auch nach Deutschland und da bestelle ich meine immer. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Beide toll. Also könnte ich gar nicht sagen, was mein Liebling ist. Ich wechsle immer ab. Und dann haben wir einen EOS, der leer ist oder relativ leer. Ein Aktivkohle-Nasenstrip und das Pendant dazu von Balea. Fand ich beide jetzt nicht so toll. Haben für mich nicht funktioniert. Von Balea ein Waschgel, auch ein Aktivkohle-Waschgel. Die sind hier sehr ähnlich, die sind beide schwarz. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also dafür, dass das, glaube ich, 99 Cent gekostet hat und das hier irgendwie so um die 25 Euro, darf das hier auf jeden Fall eher wieder einziehen. Einfach, das hat das Make-up auch runtergenommen, hat gut funktioniert und preislich einfach unschlagbar. Dann haben wir, was haben wir hier denn noch? Ganz schön viel noch. Meine Güte, wie viel Müll man so innerhalb von 10 Monaten produziert, sehr erschreckend. Von Balea auch, ein Micellenreinigungswasser. Das nehme ich morgens zur Gesichtsreinigung, damit ich nicht mit einem etwas stärkeren Waschgel dran muss, so wie dieses hier, benutze ich immer ein Micellenwasser und dann dieses Witch Hazel von Thoyes. Und das bestelle ich mir in aller Regel bei Amazon und da müsst ihr gucken. Das variiert tierisch im Preis. Und dieses Produkt hier kann ich mit 100%iger Genauigkeit sagen, dass das meine Haut komplett verändert hat. Ich hatte früher immer recht große Poren auf den Wangen und an der Nase. Und seitdem ich regelmäßig Witch Hazel nehme, sind die Poren wesentlich kleiner geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass was anderes ist als dieses Produkt hier. Und ich schwöre darauf und ich werde es auch immer, immer, immer in meinem Badezimmer stehen haben. Ganz, ganz, ganz toll. Wird leider nur nicht so ganz einfach zu bekommen. Caudalie, 2 Masken, eine Purifying-Maske und eine Detox-Maske, waren auch beide ganz toll. Sind jetzt leer und ich bin einfach nicht so das Maskenmädchen. Bei mir muss es morgens schnell gehen und ich vergesse meistens eine Maske zu machen. Aber wenn man da drauf steht und das auch regelmäßig macht, sind die wirklich zu empfehlen. Hier habe ich eine Hydrating Facial Mask, auch von Michael Kors. Die ist auch okay. Und die hier ist ganz, ganz toll. Das ist eine Pumpkin Maske, also eine Kürbismaske. Und die ja, ist auch herrlich. Ganz klasse Produkte, aber halt auch nicht so einfach zu bekommen und wirklich toll. Dann habe ich hier eine Handcreme von Balea. Die ist auch ganz in Ordnung. Ach, hier haben wir ja noch eine Mascara. Great Lashes von Maybelline, nicht so der Renner. Also mir hat sie nicht gefallen. Und wie bei allem, manche Produkte funktionieren ja für einen selber gar nicht, für andere ganz, ganz toll. Also das sind alles nur so meine persönlichen Erfahrungen. Manche dieser Produkte mögen für andere ganz, ganz toll funktionieren oder halt auch nicht. Nur weil sie bei mir funktionieren, heißt es ja nicht, dass sie bei euch dann auch unbedingt funktionieren müssen. Aber von Paula's Choice habe ich noch dieses Resist
Vitamin C Serum. Finde ich auch ganz toll. Das ist so gegen Pigmentstörungen, die man so an der Haut kriegt. Ganz, ganz toll. Werde ich mir bestimmt auch wieder nachbestellen. Und von Paula's Choice habe ich noch ein paar Sachen. Und zwar einmal hier dieses 1%ige Retinol-Treatment. Fand ich auch toll, ist aber relativ schnell leer. Retinol finde ich allgemein super für die Haut, wobei ich im Moment gar keins im Badezimmer stehen habe. Muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Und dann habe ich hier eine getönte Tagespflege von Paula's Choice mit Lichtschutzfaktor 30, ist auch ganz toll. Ist übrigens schon mein zweites Fläschchen oder Tübchen eher gewesen. Finde ich auch super, werde ich mir bestimmt auch nachbestellen. Ich muss unbedingt wieder bei Paula's Choice eine Bestellung abgeben. Dann habe ich von Paula's Choice hier noch diesen Toner mit 2% Salicylic Acid. Das ist wie so ein Exfoliant, ein chemisches Exfoliant. Ganz toll, finde ich auch super. Habe ich im Moment eine Alternative in Gelform, die man sich so aufs Gesicht gibt. Die muss man nicht erst vorher in Wattepad nehmen. Finde ich irgendwie besser für die Umwelt. Dann habe ich hier von CeraVe diese 3 Produkte. Und CeraVe ist auch im Moment so meine ganz große Liebe. Da habe ich ein Retinol-Serum, beziehungsweise eine Retinol-Creme. Die hatte ich mir aus Florida mitgebracht, letzten März. Und finde ich so toll. Und ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, das in Deutschland für einen vernünftigen Preis nachzubestellen. Ganz, ganz toll. Kann auf jeden Fall, finde ich, hier so mit diesen Paula's Choice Produkten super mithalten. Und sie sind ein bisschen günstiger, wenn man sie aus den USA beziehen kann. PM, also für abends eine Nachtpflege. Ein Facial Moisturizer. Und das hat Ceramides, Niacinamides, Hyaluronic Acid und also voller guter Sachen für die Haut und zu einem unschlagbar günstigen Preis, finde ich echt spitze. Was ich in aller Regel mache, ist, ich benutze die CeraVe Produkte und die Paula's Choice Produkte so abwechselnd und im Zusammenspiel und das funktioniert echt klasse. Und das war's, ihr Lieben, das war mein Müll. Jetzt habt ihr mal gesehen, was ich so an Müll produziere, an Kosmetikmüll. Wenn euch das Video gefallen hat und ich für euch weiter meinen Müll sammeln soll und ihr eine Fortsetzung in ein paar Monaten sehen möchtet, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.